Torwarttraining in Suxdorf. Also nicht irgendeins, sondern ein Torwartcamp. Das hier ist Dorian. Dorian Wagner, 20 Jahre alt, gerade die B-Lizenz-Lehrprobe gehabt und Initiator des Torhüter-Trainingscamps 2017. Ich biete hier ein Torwarttrainingscamp an, aus dem Grund, weil ich gerne die individuelle Ausbildung von Spielern fördern möchte. Und die Torhüter, wenn man den Handball mal ein bisschen verfolgt, kann man erkennen, dass das mit die wichtigste Position ist eben in unserem Sport. Und, sehr wichtig, in der Tat. Absolut. Und deswegen ist das für mich einfach ein Grund, da aktiv zu werden und die Kids, beziehungsweise je nach Altersklasse eben dann zu fördern. Das, was wir hier sehen, ist aber dafür nur die Probe. Das richtige Camp findet am 29. und 30. Dezember statt. Dorian, selbst links außen, hat mich für heute eingeladen und ich darf sogar mitmachen. Ob das so eine gute Idee ist? Kann ich so mitmachen? So würde ich das, glaube ich, nicht machen. Würdest du nicht? Dann kurz einen Cut. So, da bin ich. Besser? Auf jeden Fall. Also so kannst du natürlich sofort ins Tor. Ja, extra dafür, ich bin bereit. Na dann mal los. Dorian zeigt mir als erstes eine Warmmachübung für die Schrittsprungtechnik. Ja. Fuß schon mal seitlich eingedreht, schon mal gut. Achso, ja, ja. Ja, noch mehr? Ne, andersrum. Hier. So. Okay, Grundposition, Arme zeigen. Genau, und auf geht's. Zack, und auf geht's. Rückwärts rotieren. Zack, Schrittsprungtechnik. Zack. Okay. Ja. Weiter. Genau. Und wieder nach vorne. Ja, weiter. Tja, das läuft ja schon mal super. Na gut, dann lasse ich lieber die anderen ran. Das hier, das sind Jan, Christian und Brian, also die komplette Jan-Fraktion. Und die sind scheinbar schon richtige Profis. Sieht jedenfalls deutlich besser aus als bei mir. Dorian hat aber noch viel mehr Übungen im Gepäck. Da geht's schon richtig ans Eingemachte jetzt. Denn beim Camp Ende des Monats erhalten alle Teilnehmer 3 Praxiseinheiten. Dazu 2x Theorie, Athletik und sogar Videofeedback. Ob ich das auch kann? Sehr gut. Schön auf dem Vorderfuß. Und Oberkörper war ein bisschen gerade. Genau. Gar nicht so leicht. Aber kein Ding für mich. Und es war knapper, als es aussah. Und jetzt kommt die Königsdisziplin. Ich werde zum Spider-Man. Die Jungs laufen um mich herum und ich muss versuchen, ihnen den Ball abzuluxen. Da geht es letztendlich darum, keine Angst vor dem Ball zu haben, auch im ganz frühen Alter. Okay. Ja, diese Angst vor diesem Ball zu überwinden, ist letztendlich eine Grundvoraussetzung überhaupt, um ins Tor kommen zu können letztendlich. Angst? Oh. Welche Angst? Sehr gut. Also für die Weltmeisterschaft 2018 sollte ich bereit sein. Oder was meint ihr? So, aber jetzt ernst. Was muss ich tun, um am Camp teilnehmen zu können? Wie viele Plätze gibt es insgesamt in dem Camp? Insgesamt gibt es 22 Plätze in dem Camp. 10 Torhüter arbeiten in dem Grundlagenbereich vormittags. Okay. Und 12 Torhüter arbeiten in der Technikvariation bzw. Technikerweiterung am Nachmittag. Okay, du gibst quasi 2 Kurse. Genau, zwei Kurse letztendlich. Unter den Altersklassen nochmal spezifischer aufgeteilt. Wie alt muss man sein? Könnte ich noch mitmachen? Oder zu alt? Du fällst leider nicht mehr unter das Raster der Jugendtorhüter. Ganz klein. Nee, Spaß bei, okay. Ja, genau. Ab der E-Jugend geht es letztendlich los. Okay. Ja, da ist man 9 und 10. Ja, und dann ab dem Alter kann man letztendlich dann auch richtig starten. Jetzt ist mir zugetragen worden, die Camps sind schon völlig überbucht oder ausgebucht, sagen wir so. Ja. Also, wir haben uns überlegt, ja, dass wir noch eine einzige Wildcard in dem Camp vergeben. Ja, und diese Wildcard vergeben wir unter den Kommentaren, unter diesem Post. Ja, wer also noch mit dabei sein möchte, darf sich da gerne melden. Und dann gibt es auch bald zeitnah eine Rückmeldung. Tja,
Ich wäre es gern, aber ich bin offenbar doch nicht so super geeignet für eine Torhüterkarriere. Ich bleibe dann doch lieber rasender Reporter. Aber Dorian hat mir gezeigt, Torwart sein ist gar nicht so leicht. Also, meldet euch an für das Camp und unter allen Kommentaren verlosen wir dann die Wildcard. Und dann haltet ihr bestimmt sogar noch besser als ich. Aber die Beinarbeit, die ist doch super, oder?